sag mal, was ist denn hier los? Ihr wollt wohl wissen, wer der Stärkere ist, was? Mhm. Ja? Dann zeige ich euch mal, wie man das besser machen kann. Unsere Abteilung hat momentan um die 80 Mitglieder und unser Schwerpunkt liegt im Moment so ein bisschen auf der Nachwuchsförderung. Das heißt, wir brauchen ganz viele kleine, junge Talente sozusagen. Verloren meistens und dann habe ich so rangearbeitet und dann hat man halt auch gewonnen dann am Ende und hat dann auch halt die Titel geholt. Du musst ein Faible dazu haben, dass du kampeln kannst. Ringen ist eine Sportart, wo es Kraft gegen Kraft geht und wer mehr Kraft und Technik kann, der gewinnt. Halt, wie man sich da bewegt und dann verletzt man sich auch nicht so viel. Also ich habe mich kaum verletzt. Man kann sich so auspowern, man trainiert mit mehreren. Das Kampfsport macht für mich sowieso immer Spaß und wenn man mal K.O. ist, dann kann man sich auch einfach so auf die Matte legen.